Ja, hallo Freunde, es ist mal wieder Donnerstag und Castle Trader Zeit und heute gibt es noch was ganz Spezielles, nämlich eine kostenlose, schöne, profitable Strategie. Ich habe gedacht, ich tue euch mal was Gutes und ja, wir gehen auch direkt rüber. Ich starte schnell den Disclaimer und dann geht's los. Bis gleich. So Freunde, los geht's. Heute mal ein Backtest auf den IWM Income Put oder auf den Russell Index könnt das auch handeln. Ne? Ich lege das gesamte Regelwerk mal offen. Gibt's heute mal kostenlos, weil ich so ein netter Mensch bin. Man muss ja nicht immer alles so teuer im Internet kaufen heutzutage. Ja, wollte ich einfach mal mit euch teilen, weil ich bin ja immer mal nebenher am Basteln und eigentlich handelt es ja nur noch solche Geschichten hier und ein paar Aktien und naja, ein paar Strangles, ein paar Jet Lizard. Also ist eine coole Sache. Ich glaube, das kommt einigermaßen gut an hier. Mein Stiftchen ist kaputt. Wir machen das heute mal ganz altertümlich hier in meiner PowerPoint-Präsentation. Fangen auch direkt mal an. So, profitable Strategie for free, frisch getestet und taufrisch. IWM Income Put habe ich jetzt einfach mal so genannt. Ne? Man muss ja immer irgendeinen tollen Namen haben. Und da ich ja schon Income Strangle habe, dann nehmen wir mal Income Put. So, vorab, es bedarf nicht unbedingt komplexer Strategien, um am Markt profitabel zu sein. Ja, muss man nicht weiter was zu sagen. Ne? Ich meine, funktionieren viele Sachen, aber die einfachsten funktionieren halt auch immer am besten am Ende. Ja, ganz wichtiger Spruch. Wichtig ist, immer nur das Gas vor engen Kurven herauszunehmen. Also bei den bei so Strategien wie jetzt Short Put, Short Call, ne, da musst du halt, wenn der Markt nicht mehr hergibt, vielleicht dann irgendwann mal abbremsen, sonst fließt du aus der Kurve. Habe ich vorhin irgendwo gefunden, fand ich ganz passend. Ja, Disclaimer. Nochmal, nicht, dass nachher irgendeiner auf die Idee kommt. Der Sippel hat aber gesagt, keine Handelsaufforderung oder Handelsempfehlung. Ne, kam zwar vorhin auch schon im Vorspann, aber ich schreibe es lieber mal hin. Man weiß heutzutage nie. So, das dauert heute auch nicht ganz so lange. Getestetes Regelwerk inklusive Intraday Spikes, weil ich normalerweise hier End-of-Day-Daten habe. Aber es gibt gewisse Geschichten, die ich auch backtesten kann und kann die Intraday Spikes hoch und runter mitnehmen. Falls wir da einen Stopp laufen. Ne? Also Underlying nehmen wir den IWM, den ETF auf den Russell 2000. Geht natürlich wahlweise auch mit dem RUT-Index, wer jetzt ein relativ fettes Konto hat und sich da dran traut. Geht natürlich auch. Besonderheit, wir starten, also der Strategie, wir starten mit positiven CRV, ich vermisse mein Stiftchen, und nach Backtest ebenfalls mit positiver Trefferquote. Normalerweise ist ja immer eins von beiden zwar gegeben, aber nicht beides parallel. Also hohe Trefferquote, dann ist es CRV halt meistens im Keller oder hohes CRV, da fährst du eine bescheidene Trefferquote. Die ist aber in dem Falle positiv, zeige ich euch gleich. Getestet wurde die ganze Strategie mit maximal 4 parallel laufenden Positionen, also es dürfen nie mehr als 4 Positionen parallel geöffnet sein. Es muss dann immer erst wieder eine verfallen, dass man eine vierte, also wenn 4 offen sind, eine verfällt oder landet im Verlust, dann kannst du eine vierte wieder aufmachen. Im Versatz mit einem, da ist ein Schreibfehler, mit einem Kontrakt pro Tag, also wir öffnen nicht mehr, also meinetwegen Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag oder wie auch immer ihr das machen wollt, ne? Ein bisschen Spielraum hat man. Ich meine, ein einigermaßen brauchbarer Backtest setzt sich auch immer dadurch zusammen, dass du die Strategie hinterher mit mehreren Parametern versehen kannst und sie trotzdem noch profitabel ist. Ne? Ob das jetzt ein Delta 18 ist statt ein 16er oder 35 DTE nimmst statt 28 oder 45. Das Ding muss halt am langen Ende trotzdem noch Geld verdienen. Sonst hat das alles keinen Zweck, wenn das alles so auf Kante genäht ist. So, der Einstieg und der Ausstieg, wir nehmen, also ich habe es getestet, ihr könnt jetzt auch was anderes nehmen, aber getestet ist es mit 30 Tagen Laufzeit plus minus 2. Weil gerade bei Backtests, die ein bisschen älter sind, da gibt es dann teilweise auch keine Verfallstermine,
in der Vergangenheit, und dann musst du halt gucken, dass du dann irgendwie ein bisschen Spielraum hier hast, damit du vielleicht den nächstgelegenen doch noch triffst. Sonst fehlen dir halt auch ein Haufen Trails im Backtest. Also, Einstieg erstmal Pi mal Daumen oder ja, 30 dB ist ja eine schöne Zahl, ne? Bei Delta 16. Kleine Schwankung, okay. Zeige ich euch auch gleich mal nachher. Ich habe das ja in Excel noch ein bisschen ausgebastelt. Da könnt ihr auch ein Delta 15 oder 16,7 oder 17,4. Ist völlig egal am langen Ende. Ne? Es gibt mal Tage, da läuft das eine besser und Tage, da läuft das andere. Einstieg 1 plus 1 plus 1 plus 1, hatte ich hier oben schon gesagt. Pro Tag maximal 4 parallel. Exit bei 50% Verlust schon. Also jetzt gehen die Augen hoch, wie keine 200, keine 100. Nein, wir machen bei 50%, sind wir aus dem Markt. Das heißt, sobald irgendwie eine Bewegung von 1,5, 2, 2,5% kommt am Tag, dann hauen wir schon wieder ab. Aber es funktioniert halt einfach. Das ist dann die 1,5-fache Prämie, weil ich habe gemerkt, es gibt viele, die haben das bis heute nicht so richtig verstanden, was 200% Verlust, 300% oder 100% Verlust heißt. Also schreibe ich es nochmal hin. Eine Prämie eingenommen, halber Verlust da drauf, macht also die 1,5-fache Prämie. Könnte man fast schon ein extra Video machen, aber das wäre dann nur so ein 20 Sekunden, da lohnt sich auch nicht. Am besten natürlich, dadurch, dass das ja ziemlich klein gehalten ist und Intraday kann es ja auch mal ruppig werden, per Relativorder in der TWS, das ist eine Buchstabe. So, schön, dass ich jetzt auch hier drin direkt reparieren kann, meine Texte. In Conditional Order, ja, müsste man jetzt schon fast, weiß ich nicht, ob ihr relativ, also RIL Orders könnt in der TWS. Ihr könnt es auch wahlweise per OCA machen. Ja, oder halt auch einfach, also gerade wenn es per OCA, also nicht OCO, sondern One Cancels All. Also das heißt, ihr habt einen Stopp und ein Ziel drin. Wenn ein Stopp erreicht wird, wird das Ziel mitgelöscht oder andersrum. Ne? Bei OCO geht es ja nur um Einstieg immer. Wenn ihr es per OCA macht, dann guckt bitte, dass die Liquidität passt an den Strikes, weil sonst habt ihr das Slippage drin, weil ihr hämmert euch da Market raus. Ja, oder macht es halt manuell. Ihr seht das ja, 53%, ja zack, dann gehst du raus. Bei 49%, dann sitzt du vielleicht noch 10 Minuten davor oder machst halt auch zu. Ist auch völlig Rille auf Deutsch gesagt. Ob das bei 48 oder 52 ist, es soll über die Zeit, also haben wir das mit 50% gemacht. Es funktioniert auch mit 60%. Ich habe ja auch schon, ich habe alles Mögliche durchgeballert hier die letzten Wochen. Wiedereinstieg immediately, sprich auf Deutsch sofort, am selben Tag. Fliegst du um 15.30 Uhr aus dem Trade, machst du 15.31 Uhr den nächsten aus. Wenn du am nächsten Tag aufmachst, ist es auch egal. So, Kennzahlen. Vorab, die Strategie ist mit extrem vielen Setups profitabel, was ich gerade erzählt habe. Ne? Es können genauso Take-Profit 50%, Exit 50%, funktioniert genauso. Wahrscheinlich gibt es auch noch irgendein Ergebnis, wo es noch besser wird als jetzt. Ich habe mal ein relativ einfaches einfach jetzt für euch da rausgesucht. Gewählt werden. Oder 40 Tage, 40 DTE. Oder sonstige kleine Anpassungen. Es ist am Ende ein... Oh, lieber Himmel... Ein Backtest und keine Garantie für die Zukunft. Jedoch ist es mehr als gar keine Sicherheit oder Erkenntnis. Ja, ohne Backtest brauchst du eigentlich erst gar nicht loslegen. Ne? Bei solchen Sachen, weil es ist ja dann reines Glücksspiel. Oh, könnte klappen, könnte nicht klappen. Oh, Delta, okay. Ja, gut, am Delta kann man es auch ein bisschen... Naja, ich teste es lieber Back. Oh, auch wenn das natürlich definitiv niemals genau ist, weil historische Daten auch niemals exakt sind. Aber ich sag mal, bei zig Hunderten oder Tausenden von Trades sollte es dann schon am Ende so ungefähr rauskommen können. Aber in der Zukunft projizieren kann ich das Ding natürlich auch nicht. Wenn wir jetzt einen Scheißmarkt kriegen in den nächsten 20 Jahren, dann ist das Ding wahrscheinlich nicht mehr profitabel. Aber eigentlich denke ich das mal nicht. So, genauso kann eine... Ach, Jesus Maria, Junge, Junge. Kann eine Börsenampel eingebaut werden, die aber aufgrund... Das extrem. Heute habe ich es aber, Freunde. Ist aber schön, dass ich hier drin rummalen kann. Extrem begrenzt, habe ich vorhin noch was gemacht beim Kaffee hier. Das extrem begrenzten Verlustes nur Performance kosten dürfte. Ja, wir sind so schnell aus dem Markt. Ne? Ich weiß nicht, ob das noch was taugt da mit jetzt hier immer, wenn immer, weiß ich nicht, 50 unter 100, 20 unter 50, 100 unter 200 oder whatever es da gibt. Ob das noch großartig das dann bringt, da bei den paar Euro Verlust. Ich sag mal hier, Wix.
beispielsweise über 30, da kann man dann mal gucken, dass man sagt, oh nee, das schwankt mir so sehr, da bin ich ja so schnell raus, ja, du bist aber auch genauso schnell raus auf dem Gewinn, also im Gewinn drin, meine ich. Kann man machen, muss man sich mal reinfuchsen. Ich werde das Ding auch handeln, beziehungsweise habe ich schon angefangen. Ging ja gestern auch direkt hoch, war natürlich ein bisschen spät drin im Markt, weil ich noch ein bisschen andere Sachen zu tun hatte, also war jetzt noch nichts mit Profit. So, Ergebnisse, das ist wahrscheinlich das Spannendste aus einem 10-Jahres-Text, Test. Zu bedenken, Kurs stand vor 10 Jahren bei 75 Euro. Das richtet sich jetzt wieder an diejenigen, die sagen, ist ja so wenig. Ja, Freunde, das Ding hat auch nur, ja, ne, hier, jetzt kostet das 2,5-fache. Wenn wir jetzt den Test 10 Jahre nach vorne machen, kommt ein völlig anderes Ergebnis raus. Damals war es halt nicht so. Außerdem, man kann ja, wenn man richtig Kohle machen will, ja, handelt halt mit 40 statt mit 4 Kontrakten. Ne? Ist ja nun auch kein Thema. Oder mit 10 oder was auch immer. So, hier ist der positive Trefferquote von 56%. Das CAV beträgt 1,2, wenn alle Parameter eingehalten würden. Was natürlich nicht geht. Es wird vielleicht mal 1,3 sein, mal 1,1, vielleicht auch nur 1,0. Weil du den Stopp vielleicht dann doch nicht so triffst. Ne? Oder gehst zu früh raus. Oder was auch immer. Es wurden 1623 Trades gemacht, Gesetz der großen Zahlen. Ne? Irgendwann sollte sich das dann halt mal so das Ergebnis so ein bisschen angleichen. Deswegen nimmt man einen großen Zeitraum. 906 Winner, 717 Verlierer. Der realisierte Gesamtgewinn waren 23.146 Dollar. Ja, und der Russell würde circa, ich sage nicht genau, weil der Russell läuft immer ein bisschen anders. Das ist halt kein ETF, sondern der Index, sondern. Ist halt einfach so, der Russell circa das Zehnfache, also 231.460 Dollar wären das dann. Durchschnittliche Days in Trade, also Trade-Dauer, die ein Trade im Durchschnitt läuft, sind 7 Tage. Ist halt auch schon mal ziemlich entspannt für den Kopf, ne, wenn es nur eine Woche läuft. In der Woche ist dann auch noch das Wochenende drin, also 5 Tage Werktage real im Trade. Return on Capital 458%. Ich denke mal, da kann man auch mitleben. Keine Gebühren inbegriffen. Ja, gut, da müsste halt jetzt, ne, der eine hat da irgendwie 3 Dollar was weiß ich, welchen Broker, jetzt kann ich den Namen nennen, der andere hat halt dann vielleicht auch nur 76 Cent. Je nachdem, ob ihr beim Reseller seid oder halt direkt bei Interactive Brokers. So, jetzt nochmal, ja, das muss ich jetzt mal hin und her schwenken hier. Wir machen mal Excel auf. Was habe ich denn jetzt hier? Abbrechen. Hier ist der Test. Kann man das alles sehen? Mein Bild zu groß? Nee. Nochmal exportiert. Also ihr seht eine schöne Linie von links unten nach rechts oben. Jeder weiß, was das hier war. Corona und dann der extreme Anstieg. Und das ist der Grund, warum alle Geld verdient haben von Frühling 2020 bis Ende 2021. Und hier ist der ganze Grund, warum jetzt wieder viele Geld verloren haben. Jetzt geht es wieder ein bisschen hoch. Ja, daran sieht man schon. Ne? Also hier musstest du halt echt nichts können. Und hier eigentlich, also nicht in dem Chart, also in dem Zeitraum, das ist alles hier 2020, 2021. Aber auch vorher lief es halt, ne? Da reden wir auch mal von einer Corona-Krise, wollte ich schon sagen. Sag doch mal, Finanzkrise und alles ist alles hier mit drin. Das ist halt das Schöne, dass das Ding so dermaßen stabil läuft. So, und jetzt sieht man auch noch mal für die Leute, die das nicht verstanden haben mit den, sagt mal, mit dem Stopp. Wo ist meine Prämie hier? So, wir haben hier zum Beispiel ein Premium von 70 Dollar bekommen. So, was ist die 1,5-fache? Wenn wir bei 1,5-fachen Verlust rausgehen, dann sind es Exit Cost 105. Hier hat das halt auch genau getroffen, das hat halt auch gepasst. Bei dem hier passt es genauso, 62,5 gab es Prämie. Da reden wir von 2012. Ach, da ist ja gar keine Finanzkrise drin. Ich bin vielleicht bescheuert. Natürlich nicht. Kann ich aber auch mit rein. Wir können noch 20-Jahrestest mit dem Ding hier machen. Aber das bringt uns nichts, da sind die Daten so ungenau nach vorne hin, nach hinten hin. 93,75, es gibt aber auch welche, da passt es nicht. Hier hat es wirklich komischerweise gepasst, aber es ist halt auch ein Computerprogramm, ne? Der hat keine Slippage drin, gar nichts. Ja, hier hat man dann, wie gesagt, mal so Drawdowns oder Max-Drawdowns hier von 11%. Jetzt haben wir einen Zwischendrawdown von aktuell jetzt hier 8% gehabt.
Ja, ich denke mal, gibt auch dramatischeres, ne? Dann habe ich mal hier, habe ich da mal was markiert? So, jetzt haben wir zum Beispiel hier Zeile 400. Hier haben wir eine ganze Verlustserie, ne? Zack, 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 zack. Das war 2015. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da war der Süppel so schlau und hat hier, was hat er hier gekauft? Porsche oder sowas und hat direkt auf die Schnutte gekriegt. Das war ich auch nie vergessen. So, und jetzt mache ich das mal weg. So, was mal das? Hier 13. April, Entry bis 30. Ist das richtig? Ja, genau, das war der Trade zum Beispiel. Da sind wir hier oben eingestiegen. Ach, jetzt habe ich mir den Preis nicht genau markiert. Auf jeden Fall sind wir hier am 13. eingestiegen. Dann sind wir hoch. So, da wären wir vielleicht hier schon fast im Gewinn gewesen bei unseren 60%. Dann fliegen wir hier runter. Das Ding hält aber, weil wir halt schon schön aufgebaut haben. Ja. Geht runter, geht hoch, man sieht schon dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann wären wir wahrscheinlich, ne, ich habe ja gesagt, durchschnittlich Haltedauer 7%, 7 Tage. Und dann muss natürlich wieder so ein Ding hier kommen, der beim Tagestief mit 120,67 lag und da hat es uns natürlich dann rauskatapultiert. Wir sind schön hier im grünen Kanal hier reingegangen, dann fliegt der blöde Hund da runter und schmeißt uns dann raus. Ah, bei 121,13. Ne? Das Tief war bei 120, bisschen was. Ja, 120,67. Bei 121,13 sind wir rausgeflogen. Also Döfer kann es eigentlich auch dann gar nicht mehr laufen, aber dann sieht man, dass man natürlich aber, wenn man irgendwas testet, das halt auch mal so ein bisschen nachgucken muss. Ne? Ich habe es jetzt natürlich jetzt hier für nur in TradingView gemacht, jetzt ohne auf jeden Hundertstel Tick da zu achten. Aber ich würde mal sagen, was noch mal, kann man schon mal mitarbeiten. Ne? So ist es auch beim SPX oder beim Spider. Man kann das Ding fast gnadenlos durchhandeln. Ne? Gut, jetzt im Bärenmarkt wird es bestimmt spannend. Ich werde es mal weiter beobachten, wie das dann hier oben weiter, aber hier sieht man schon, rumgegurke. Ja, es kann halt, ne, das Marktumfeld haben wir halt nicht ständig. So, wir haben dann auch irgendwo, sieht man dann auch mal eine Verlustphase, wenn so eine Nummer wie Corona kommt. Ne? Die ging dann hier, im Januar ging das aber schon los. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo das, wann ging der Crash eigentlich los? Na, ist ja egal, auf jeden Fall ist das alles Corona. Und man sieht schon, hier kam eine Phase, dann ging es wieder ein Stückchen hoch und dann ging es nur noch runter. Da musst du dann mal halt hier eine 1, 2, 3, hast du einen Gewinner? Ne, zwei sogar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Verluste in Folge. So, dann hast du einen Gewinn. Dann denkst du, oh, bitte, lieber Gott. Dann kommen wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Verluste in Folge. Also 10 Verluste. Waren das 10 eben? Ja, ne? Ein Gewinner. Wieder 11 Verluste. So, was machen jetzt 99% aller Trader? Scheiß Strategie, ich brauche eine neue. Bob, ab ins Internet, geguckt, YouTube, wer hat eine kostenlose Strategie, die was taugt? Das ist das, was jeder sagt, du wirst nicht profitabel, wenn du so ein Ding nicht durchhandelst. Du musst dabei bleiben und das ist das Schöne am Backtest. Du siehst halt, okay, es hat in der Vergangenheit über 10 Jahre funktioniert, jetzt wird es wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre alles nur nach unten laufen. Und man muss halt einfach echt mal dabei bleiben. Ne? Genauso wie mein Strangle als hin, her, hin, her. Jetzt ist mein 190er Call schon wieder unter Wasser. Steht da bei 100, knapp 188 der IBM heute. Ja, es ging hoch. Jetzt macht der Dissen hier. Und irgendwann kommt wieder die Phase, nehme ich mal an, hoffe ich, dass es wieder hochgeht. Und genau dasselbe. Ach, das ist ein Georgel hier. Hast du dann auch mal hier, das ist auch so hier, ne? So, ich weiß gar nicht, wie viele Trades das sind. Oder hier, da wirst du, da. Kriegst du Nervenzusammenbruch. Zack, hast du trotzdem neues Allzeithoch. Dann hast du das kaum gehabt. Boom, bist du unter dem Wert von vielleicht vor 4 Monaten. Ja, so ist es aber nur halt mal. Ne? Da muss man einfach durch, wenn man konsistent, gerade wenn man von der Börse leben will, da hast du keine Chance, das anders zu machen. Klar, dann sagst du, okay, jetzt ist ein scheiß Marktumfeld, ich gehe jetzt raus und mache halt irgendwie ein Bergholzspread oder
Im besten Fall hast du halt auch mal irgendwelche Hedges aufgebaut, ne? So die Videotinis von vorvorletzten Mal oder vorletzten Mal oder wann es war. Ein Ratio, Put-Ratio Backspread oder was auch immer. Ja, oder handelst einfach auch mal gar nicht. Hast vielleicht ein paar Dividenden, dann ist es halt so, ne? Musst ja auch nicht ständig handeln, wenn du am Ende nur Geld verlierst. Dann machst du einfach gar nichts, hast nichts verdient, hast aber auch nichts verloren oder fast nichts. So, Freunde, das war's gewesen. Ich habe schon wieder 20 Minuten gelabert. Hier nochmal wieder, wie immer, das ist jetzt die ganze Zeit drin, bis es losgeht. 15. und 6. 15. und 16.6. passende Underlyings, Tools, Auswertungen, Barchart, David-Fish-Listen, Analysen und so weiter. Wie finde ich richtige Underlyings, fundamental und technisch und was weiß ich. Zweimal 3 Stunden mit dem Vincent von Free Key Finance, www.freekeyfinance.net. Wer noch nicht dabei ist, bitte einsteigen. Nächste Fahrt geht rückwärts. Ja, Freunde, wir sehen uns nächste Woche. Mal gucken, was wir machen. Hier ist irgendwas verschoben. Was haben wir denn hier gemacht? Passt gar nicht in meinen Rahmen rein. Schreibt mir bitte unten rein, was ihr davon haltet. Verbesserungsvorschläge. Vielleicht hat noch der ein oder andere noch irgendeine Idee zu der Strategie. Ihr braucht mir mit Calls aber nicht anfangen, die oben drüber liegen. Könnt ihr vergessen, das geht nicht. Habe ich nämlich auch schon durch. Da wären wir natürlich wieder beim Strangle. Es funktioniert so definitiv noch 30 Mal besser. Natürlich funktioniert ein Strangle auch am langen Ende. Brauche ich jetzt aber hier nicht machen. Habe ich schon gemacht. Wenn noch einer eine Idee hat oder ein schönes, langweiliges Underlying kennt, mit ein bisschen Wohler, immer her damit. Dann teste ich das auch nochmal durch. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen als schönes, ach nee, schönes langes Wochenende. Das kommt jetzt erst. Aber das Video, wenn ihr das seht, das ist schon wieder der nächste Donnerstag, das Pfingsten rum. Ja, bleibt sauber. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.